Ja, hallo Freunde in der Nacht, es geht wieder los, eine Aufnahme. Und zwar bin ich jetzt an diesen oberen Park angekommen, weil ich finde, dass dieser obere Park doch etwas schöner ist, weil zum Teil, man sieht das ja hier, sind Skulpturen in der Landschaft, die halt irgendein Künstler erschaffen hat. Selbst da hinten ist nochmal so eine, die man aber jetzt im Video sehr schlecht sehen kann, weil, ja, es liegt da in der Richtung. Ja, da ungefähr. Ja, das ist dieser kleine Teich, der zwar jetzt bemoost ist, oder wie man das dazu sagt, nicht bemoost ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. So eine Art grüne Schicht, Algen. Aber darunter, wenn das mal alles mal weg wäre, dann sind da auch Fische. Ja. Aber wirklich, also die Ecke ist wirklich traumhaft. Der ist auch zum Glück nicht so gut besucht wie der untere Park, weil man findet den nicht gleich. Der liegt zwar an der Hauptstraße, aber trotzdem wird der halt weniger besucht. Schade, dass man das jetzt nicht im Video sehen kann, zu dieser Libelle. Oder doch. Also das, was da schwirrt, das ist eine Libelle. Jetzt kommen sie zu uns und frisst uns. Ja, sieht auf jeden Fall lustig aus. Ja, es ist einfach zu hell. Ich wüsste auch jetzt nicht, was sich da ändern sollte, dass das total überbelichtet ist. Obwohl ich schon die Belichtung schon runtergefahren habe, passt es aber trotzdem nicht. Jetzt wird es schon langsam dunkler. Ich darf wahrscheinlich einfach nicht so ins Licht filmen. Das sollte man sowieso nicht, aber bei diesem schlechten Objektiv, da verzeiht es halt alles nicht die Probleme. Ja, ich habe mir jetzt kein Thema ausgesucht, sondern ich bin jetzt einfach mal hier. Sitze hier im Batzelshausen und genieße so ein bisschen die Sonne, was jetzt hier im Schatten natürlich etwas schlechter ist. Aber ja, wir gehen ja jetzt gleich weiter. Oder ich gehe weiter, ihr ja nicht, ihr schaut es ja nur an. Ja, keine Ahnung, sieht sehr merkwürdig aus. In Video, naja. Ja, komm, wir gehen einfach mal weiter. Da ist dann mal eine Kennzeichen für die Einheimische. Sind Vögel, aber denke ich das nicht, weil ja, es reflektiert und dann würde man mich sehen und ja, keine Ahnung. Ich habe euch auch nicht gestylt und ja, lauf quasi rum wie so ein Zombie. Hier so eine Art Glockenspiel. Wenn so ein bisschen Wind ist, dann hört man das auch. Ja. Ja, guck, wie ich schon gesagt habe. Veranselt. Kunst zu sehen. Und ich werde jetzt einfach den Weg nicht da lang laufen, sondern ich werde halt nochmal eine Runde drehen. Ja, die Jägershütte, keine Ahnung, was die da zu suchen hat. Das ist für mich keine Kunst. Anscheinend wird auch hier gejagt in den Park. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kunst ist, ja. Wohl, da fehlt ja die Leiter. Das haben sie wahrscheinlich extra entfernt, dass da keiner hochgeht. Oder soll das wirklich Kunst sein? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja,
Also wenn man das als Kunst sehen sollte. Ja, aber trotzdem stehen wir an diesem dummen Ding. Das sind so Art Schwimmflossen. Das kennt man dann aus seiner Kindheit. Ja, da sitzt zwar jetzt jemand, aber keine echte Person, sondern so eine Fake-Person. Hier die Schwimmflossen. Ja. Man könnte ja denken, das wäre eine echte, aber vielleicht ist sie ja wirklich echt. Schaut auf jeden Fall echt aus. Ja, sie schaut halt quasi durch den Rahmen. Ja. Was die auch immer sieht. Naja. Ja, gehen wir mal weiter. Oder kommen, wenn wir jetzt schon durch das Gras laufen, dann laufen wir auch einfach mal durch das Gras. Was war eigentlich? Ja, aber wenn die Skulptur jetzt in der Grünanlage steht, warum soll man da nicht hinlaufen? Ja, ich meine, dafür ist ja die Kunst da, um sie zu betrachten und sich ein Urteil darüber fällen. Und dann die Mausershügel kann man ja auch als Kunst sehen. Ja, sieht auch sehr merkwürdig aus. Auch so ein Riesensockel. Ja, zum Teil sind die auch versteckt, so wie das hier. Das schaut aus wie so ein Klettergerüst. Aber ist es nicht. Ja, wenn man sich überlegt, solche Kunst kann doch sehr teuer sein, ja. Auch wenn es nur sowas ist, sowas Einfaches. Ja gut, selbst die Videos oder Filme sind ja auch so eine Art Kunst. Deswegen ist es ja quasi egal, wie das halt ausschaut. Der eine kann was damit anfangen, der andere halt wieder nicht. Hier solche diese Eisenspitzen. Keine Ahnung, wer was hält. Die Verstrebung einmal da und einmal da die Verbindung. Schneidet auch zum Teil auch in den Stamm rein. So Dornen. Was ich auch mit diesem Vogel sehen kann. Ja, das ist einfach, ich bräuchte dann halt auch ein anderes Objektiv. Und dann ist auch nochmal sowas Verschlungenes. Das war wahrscheinlich auch ein. Das ist sogar hohl. Ja, das haben sie zum Glück wieder aufgestellt. Das war vor einigen Wochen, lag das halt auf dem Boden.
Und ja, haben sie aber zum Glück wieder aufgestellt. Ja. Und dann auch nochmal so eine. Ja, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Da gehen wir auch gleich hin. Boah, schon 10 Minuten. Ja gut, da habe ich ihn an, also mich, das wird ein etwas größeres Video wieder werden. Wo ich zwar nicht so viel spreche, aber ja, das ist auch Kunst. Wenn es überhaupt Kunst ist. Aber es wird sogar beleuchtet, also ja, wenn dann Lampen drinnen wären, dann würde es wahrscheinlich gar nicht so schlecht aussehen. Aber so. Wie so eine Art Trichter. Aber was mir aber besonders gefällt, ist das hier. Ja. Das gefällt mir wirklich gut. Das kann man auch bewegen. Also wenn man dann mähen muss, dann kann man das wirklich rollen. Und das finde ich wirklich sehr schön gemacht. Ja, es liegt zwar auf dem Boden, aber ja, keine Ahnung. Guck. Das lag mal auf der Seite. Und ja, das Brei beweglich. Aber das war bestimmt viel Arbeit gewesen. Hier das Gleiche. Man sieht es wirklich, wie es vorher gelegen hatte. Was müsste im Prinzip so aussehen, nicht so eingeknickt. Ja. Und das sind dann hier nochmal, ja, Ankerketten, sage ich jetzt einfach mal dazu. Aus Holz. Nur der untere Teil ist aus Metall. Ja, das ist Metallic. Also aus Metall. Ja, das ist auch nochmal so eine Art Verbindung aus Metall. Guck, da sieht man halt, wo er geschweißt worden ist. In Hohl. Ja, also der Park hat einiges zu bieten. Und dann noch die Bäume noch dazwischen. Leider muss man halt durchs Gras laufen, wenn man dann die Kunst sehen möchte. Und ich
glaube, das ist auch aus Holz. Ja, aus Holz. So eine Art Holzplanken und dann nur noch geschnitten, also zersägt, dass es so ein Muster ergibt. Ja, hat was. Ja. Ja, hier geht es wieder zu diesem Teich, wo wir vorhin waren. Und komm, wir laufen einfach mal zum Bahnhof. Weil viel kommt da jetzt nicht mehr. Ich muss wirklich sagen, dass zum Glück gibt es solche Parks, wo auch Bäume auch stehen bleiben können. Zum Beispiel den Baum. Ja, stell dir mal vor, man würde den einfach fällen. Ja. Für andere sind es einfach scheißegal, aber es ist so ein schöner Baum. Ja. Das finde ich sowieso schade. Dass überall, wo man hinschaut, werden Bäume gefällt. Selbst in der Ecke, wo ich das letzte Mal gelaufen bin. Da haben sie diese Bäume gefällt, es waren irgendwie zwei Stück und daraus haben sie halt so eine Bank, so eine einsitzige und mit einem Tisch. Ja, keine Ahnung. Ja, selbst der Baum, frage ich mich schon, warum der gefällt worden ist. Genau, dann laufen wir nochmal zum Bahnhof. Und ja, tut mir leid, wenn jetzt kein themenbasiertes Video ist, aber ja, man muss ja nicht immer viel reden. Ja, ich meine, das schickt auch schon die Umgebung schon aus. Das Konzept von dem Video muss man vielleicht auch nicht immer verstehen oder man so, ja gut, was heißt verstehen, aber. Man kann ja solche Videos auch mal drehen. Ja. Ja, aus Esche habe ich mein Gesellenstück gebaut. Ja, wenn ich das hier gerade sehe. Aber, ja, was heißt aber? Gehe ich jetzt da lang? Komm, wir laufen jetzt einfach mal den Weg jetzt. Blitz, aber es ist so schlecht ausgeschildert. Ich weiß sowieso nicht. Muss man sich dann daran halten, damit man, ja, dass man es auch überhaupt sehen kann, da hinkommt? Keine Ahnung. Ich habe ja leider kein Internet fürs Handy. Sonst könnte ich das so halt rausfinden und dann. Ja, das wird mir schon anders hier. Ja, Fahrrad. Ja, da bräuchte ich aber eine Actioncam. Ja, mal schauen.
Ja, und ein Ansteckmikrofon. Weil die Aufnahme von Actioncam ist ja so grottenschlecht, wenn die erstmal in dieser Hülle drin ist. Und ja, keine Ahnung. Das wäre jetzt was für die Zukunft. Oder ich spare trotzdem, oder ich spare für eine bessere Kamera. Aber das habe ich ja schon mal gesagt gehabt. Und ja, da ist leider nichts raus geworden. Ja, mal schauen. Das ist eine Feuerwehrzufahrt. Ja, und das ist der eigentliche Bahnhof von Bad Salzhausen. Man kann natürlich hier nach Friedberg fahren oder halt nach Nidda. Entschuldigung. Ah, jetzt haben wir 12.08 Uhr. Ja, da kamen also ganz schlaue und haben diesen Schalter gesprengt. Ja, den haben sie hier gesprengt. Keine Ahnung, wer auf so eine Idee gekommen ist, um halt einfach Geld rauszuholen. Und ja. Mal schauen, ob man mich wirklich nicht sehen kann. Ja. Könnt ihr jetzt nach Friedberg oder nach Nidda fahren? €1,90 zurück. Bahnhofsviertel 11,20 €. Ja, das ist so die, was ich zahlen muss, wenn ich nach Offenbach fahre. Ja. 11:10 Uhr. Ja, wie ich schon gesagt habe, ist es ein sehr schöner Bahnhof. Also ich finde ihn sehr schön. Also wegen dem, dass der hier im hier im Wald steht. Und ja, ist zwar nur eingleisig. Ja. Ja, machen wir mal einen Bahnhof. Mehr Sicherheit. Ja, so dürfte man mich eigentlich nicht sehen. Naja. Okay. Ja, was kann ich noch sagen? Eigentlich nichts. Es sind ja schon 23 Minuten. Ich werde aber trotzdem jetzt die Aufnahme beenden für heute. Ich meine, es ist eine lange Aufnahme und man hat so ein bisschen den Park gesehen und ich will hoffen, dass es ein bisschen interessant war. Wenn nicht, dann halt nicht. Man kann es nicht ändern, man kann es nicht jeden schmackhaft machen, aber ja, keine Ahnung, gehört dazu. Und ich weiß nicht, ob ich noch eine Aufnahme drehen werde. Aber das war's erstmal für diese Aufnahme und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.